Hallo. So, heute ist es dir soweit. Die Würfel sind gefallen. Jawohl. Und die Entscheidung ist getroffen. Konsequenzen hat das Ganze auch schon gehabt. Und wie wir uns entschieden haben und warum wir uns so entschieden haben, das sagen wir euch nach dem Intro. Ja, genau. Spätestens dann, wenn die Motorhaube mal so ausschaut, sollte man sich überlegen, ob man sich denn ein neues Fahrzeug zulegt. Wir zeigen euch unsere Vor- und Nachteile. Ein Ärgerpunkt ist, und was wir uns nie mehr kaufen würden, ein Fahrzeug, was zwar eine schöne Heckgarage hat, aber wo sich die Tür nur um knapp etwas mehr als 90 Grad öffnen lässt. Die hintere, die auf der anderen Seite lässt sich sonst so nur um 90 Grad öffnen. Wir halten das für sowas von unsinnig, ja. Und ich muss auch sagen, die Firma Hümer argumentiert damit, wenn man sie um 180 Grad öffnen kann, dann steht da ein Liegestuhl und dann schmeißt man den um. Also das ist eine Argumentation, die für mich überhaupt nicht zieht, ja. Denn man kann nicht einfach die Türbeweglichkeit einschränken, nur weil da ein Stuhl stehen könnte. Und dafür muss ich dann, wenn ich das Fahrrad reinstelle, mich zwischen dem Auszug und dem Fahrrad reinquetschen. Also die Argumentation ist äußerst schwach, aber da kommen wir jetzt gleich wieder zu einem Punkt, der uns gefällt, nämlich unser Fahrradauszug, der ist äußerst praktisch, und was noch viel praktischer ist, das ist unser individuell eingebautes Heckgaragenregal, was mit etlichen Gimmicks versehen wurde. Ja, das ist individuell nach unseren Wünschen eingebaut. Vielleicht zeigst du einmal hier die Liegestühle, die sehr praktisch untergebracht sind. Also lässt sich natürlich beim neuen Fahrzeug auch wieder einbauen, aber muss dann auch wieder eingebaut werden natürlich. Kassettentoilette, da gibt es Hersteller, die machen hier gleich ein zweites Fach hin, was ich für äußerst praktisch halte, wenn eine zweite Kassette gleich nebenan oder drüber eingebaut ist, weil man die dann schnell wechseln kann und so dadurch länger autark steht. Wir haben uns ja mit vielen Toilettensystemen auseinandergesetzt. Vor allen Dingen, mein Gedanke war immer ein Fäkalientank. Aber davon bin ich abgekommen, nachdem ich mittlerweile erfahren habe, wie viel Wasser das er verbraucht. Ich habe außer einer Trenntoilette, die ich eigentlich für uns ablehne, habe ich noch kein besseres Toilettensystem gesehen oder kennengelernt, außer eben diese Kassetten, die man überall problemlos entsorgen kann. Insoweit möchten wir auch bei diesem System erstmal bleiben. So, hier haben wir eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen. Bei meinem Lieblingsmodell von Concorde und von Morello hat man da noch zwei Stufen mehr, was ich jetzt nicht so optimal finde. Eigentlich langt uns das in dieser Größenordnung. Und ich muss auch dazu sagen, einen höheren doppelten Boden, wie er dann bei diesen großen Fahrzeugen ist, wollten wir gar nicht haben, denn wir kommen mit diesem Doppelboden sehr gut zurecht. Wir waren ja schon im Winter, haben wir schon im Fahrzeug gelebt, bei minus 10 Grad oder wie viel es da gehabt hat. Und es war kein Problem, also wir haben nicht gefroren. Aber dass unser Fahrzeug jetzt unter 3 Metern hoch ist, das betrachten wir beide als Vorteil, gerade wenn man auch einmal auf Stellplätze oder Campingplätze fährt, die dann oben ein Dach haben oder wo die Bäume ziemlich weit runterhängen, ist es durchaus ein Vorteil, 40 cm tiefer zu sein als jetzt ein Morello oder ein Concorde. So, also der Fiat, im Prinzip kommen wir mit dem Fiat jetzt ganz, ganz gut klar, und ich habe eigentlich nichts mehr gegen den Fiat-Motor. Im Gegenteil, es ist ein robuster Motor und der Verbrauch ist äußerst sparsam. Mit 10,5 Liter fahren wir im Moment. Wir haben einen 180 PS Motor, komme ich sehr gut klar. Was mir nicht gefällt, das ist die Automatik, denn das ist nur eine Halbautomatik. Diese modernen Getriebe von Fiat, die haben heute auch die 7-Gang oder ich glaube sogar schon die 9-Gang-Automatik. Das ist natürlich wesentlich sanfter, wesentlich komfortabler und ja, aber es geht halt nicht nachzurüsten. Deswegen muss ich damit zurechtkommen. Geht auch ganz gut.
bis auf Bergabfahrten. Da muss ich dann immer manuell versuchen nachzudrehen und nachzujustieren. Weiterhin bei Fiat etwas schwierig ist der Tempomat. Ich fahre sehr gerne mit Tempomat und sehr viel mit Tempomat, aber der hat viele Nachteile. Er ist sehr ungenau und er springt auch öfters raus. Also ein Tempomat von Iveco oder von Daimler, ich kenne es auch von BMW, die sind ganz exakt und sehr einfach und komfortabel zu bedienen. Das ist der hier nicht. Dagegen haben wir wieder ein paar Highlights hier in dem Fahrzeug, was aber jetzt Hümer-spezifisch ist und nicht Gustl-spezifisch. Also das hat jeder Hümer. Das ist zum Beispiel dieses Gitter, dieser Sichtschutz. Der ist mit einem Handgriff gleich hochgezogen, ja. Und dann haben wir hier auch noch unseren elektrischen Rollo. Das ist ein Extra. Den kann man bei jedem Fahrzeug dazu bestellen. Aber was bei uns der große Nachteil ist, der lässt sich während der Fahrt nicht runterfahren, sodass man ihn als Sonnenschutz nicht nehmen kann. Man muss erst das Auto anhalten, dann kann man runterfahren, und aber nicht während der Fahrt. Zum Sonnenschutz hat er für die Firma Hümer zwei solche Sonnenblenden eingebaut, die nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Auf der Beifahrerseite, wenn die Sonnenblende runtergemacht wird, dann verdeckt sie mir den Spiegel. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass wenn die Sonne ein bisschen seitlich reinkommt, dann hilft diese Sonnenblende überhaupt nicht viel. Dann kommen wir noch zum Tankablassen. Das ist wieder sehr praktisch bei der Firma Hümer und ich glaube, das hat die Firma Hümer in jedem Fahrzeug drin. Das ist dieses automatische System. Das heißt, der Tankablass ist an der Kamera angeschlossen. Ich kann genau durch meine Kamera drauf fahren und kann dann hier den Knopf drücken und dann fließt das Grauwasser schon raus. Äußerst praktisch die Angelegenheit. Elektrische Fensterheber hat er auch und von Haus auf. So ist es einfach bei den meisten Fahrzeugen. Ich weiß es nicht bei den von euch, die sowas haben. Wenn dann das Fahrzeug steht, ohne dass die Zündung eingeschaltet ist, geht das Ding nicht mehr runter. Das hat uns einmal die Firma Hümer nachgebessert. Und auf sowas würde ich auch immer Wert legen, dass das auch im Stand funktioniert. Was mir überhaupt nicht gefällt an unserem Fahrzeug, das ist dieser Seitenrollo. Da gibt es halt viel bessere Lösungen. Man kann den zwar schon ganz gut zumachen und er hält auch hier vorne magnetisch, aber wenn jetzt mal was ist, dass da jemand zum Beispiel klopft, wenn wir es auch schon gehabt haben, da muss man immer gleich die Tür aufmachen. Besser wäre es, wenn man dann von hinten diesen Rollo aufziehen könnte. Das ist heute bei vielen Fahrzeugen möglich. Bei unserem Fahrzeug ist es nicht möglich, finde ich schade. Ja, und jetzt natürlich, was wir öfters ja auch schon immer moniert haben, unser Tisch. Mit dem sind wir beide nicht so ganz glücklich. Er hat da eine Aussparung, die aus unserer Sicht null Sinn macht. Der könnte da etwas breiter sein. Er könnte auch etwas länger sein. Und wenn man dann den Tisch nämlich dann auszieht, dann wäre er insgesamt auch noch etwas länger. Er könnte auch klappbar sein, wie es in den meisten Fahrzeugen ist oder in vielen Fahrzeugen. Es gibt viele Möglichkeiten, einen ordentlichen Tisch in ein Fahrzeug einzubauen. Der Firma Hümer ist es bei uns nicht gelungen. Ja, und eigentlich ist dieses Fahrzeug ja für bis zu fünf Personen ausgelegt. Also wenn wir mit unseren Enkeln unterwegs sind, also sind wir vier Personen, dann wird es ganz schön eng hier am Tisch. Ja. Und also wenn ich dann auf unserem fünften Platz hier sitze, zeig mal, kann man das hier mal, ja, wenn man dann hier sitzt, dann ja, hier, dieser Platz hier, da, so, wenn ich dann da sitze und habe den Tisch vor mir, dann habe ich so viel Platz zwischen mir und dem Tisch. Also es ist sehr unpraktisch, es funktioniert nicht, da sind wir nicht glücklich drüber. Ja, und dann haben wir von Gästen, die da gesessen sind, schon öfters gesagt bekommen, dass das also kein sehr schöner Platz ist, weil man rutscht immer nach vorne. Also es ist eigentlich als Sitzplatz ungeeignet. Ungeeignet, ja, eben. Und ja, unsere Gäste haben das schon öfters moniert. Gefällt uns nicht. Nein. Was uns dagegen wieder gefällt, das ist die Anbringung unseres Fernsehers. Wir haben ja zwei Fernseher hier im Fahrzeug, einen im Schlafbereich und einen im Wohnbereich. Die Anordnung findet man sehr gut. Ich tue mal rüberblenden. Das ist nämlich optimal.
Denn hier kann man von jeder Situation aus Fernsehen schauen durch den Auszug und man kann ihn sogar nach innen drehen. Das heißt, wenn ich unter der Dusche stehe und was Wichtiges im Fernsehen kommt, dann mache ich beide Fernseher an und habe immer ein Bild im Auge. Ja? Das ist, muss man nicht haben, aber kann man haben. Ja. Also das ist jetzt... Sie lacht jetzt mal drüber, aber mich interessiert es einfach. Ja? Und das ist einfach... Also, aber das ist kein Kaufkriterium. Nein, ist kein Kaufkriterium. Nein, aber wir aber es ist eine Sache, die ich so haben will. Dieser Fernseher ist eigentlich am richtigen Platz für uns. Denn man kann ihn hier von der Beifahrerseite aus gut Fernsehen schauen. Aber meistens schaue ich ja eigentlich auf unserer Sitzbank. Mhm. Also jeder, der unsere Filme regelmäßig schaut, der weiß, der Koch im Haushalt, das bin ich. Aber wenn es was zu sagen gibt, was wichtig und was unwichtig ist, dann ist die Ursi die Chefin. Ja, so ist es halt nun mal. Ja, also ich koche ja auch manchmal. Und ja. Entschuldigung. Habt ihr das vielleicht im Spanien-Video nicht gesehen? Ich koche auch. Also auf jeden Fall Küche. Unsere Küche ist ja wie in der meisten Womus recht knapp bemessen. Aber was mir natürlich sehr gut gefällt, das ist jetzt hier wieder unsere Spüle. Die ist nämlich schön groß. Ich bekomme alle Teller rein. Und sie hat hier eine kleine Aussparung für übrig gebliebenen Kaffee oder sonstige Sachen, die man einfach nicht dann ins Spülwasser mit rein leeren möchte. Und der reicht auch voll und ganz. Was nicht so toll ist an dieser Küche, diese Aussparung, wenn man gekocht hat und dann heißes Wasser hat, oder dieses heiße Kochwasser, das darf man anscheinend nicht hier oder soll man nicht hier in das Spülbecken geben. Warum? Weil das nämlich innen drin alles Plastik ist. Es ist einfach lummelig gebaut. Ja, und da muss ich jetzt sagen, das finde ich eigentlich überhaupt nicht in Ordnung, weil man kocht ja hier drin. Also und dann sowas Lummeliges zu machen, das finde ich... geht eigentlich gar nicht. Ja, da haben wir ja auch das Sieb da. Ja, und das finde ich auch noch, was mir hier überhaupt nicht gefällt. Ich muss dieses Sieb ja eigentlich hier so runterdrehen und manchmal läuft mir das Wasser dann einfach davon, weil ich es nicht richtig mache. Ich meine, es gäbe da bestimmt bessere Sachen, die man da einbauen könnte, die dann einfach besser dicht wären. Ja, also haben wir schon nachgebessert. Auch den Wasserhahn, den haben wir schon austauschen müssen, weil das auch ein Plastikklump ist. Und da hieß es dann, wir sind ja selber schuld, weil wir heißes Wasser reinleere. Ja, also ich weiß nicht, leert ihr euer Wasser immer nach draußen oder lasst ihr das abkühlen? Also das finde ich einfach nicht so toll. Was jetzt wieder schön ist bei uns, hier habe ich ein kleines Deckchen. Also wir haben einen Drei-Flamme-Herd und den kann man auch benutzen für drei Töpfe. Meistens brauchen wir allerdings zwei Flamme. Und dann ist es hier abgedeckt. Und ich kann das hier noch als Ablage benutzen, was sehr gut ist, finde ich. Ja, oder vor allen Dingen auch dann nachher beim Spülen ist hier genügend Platz, um das nasse Geschirr hinzutun. So. Dann kommen wir noch zum Kühlschrank. Nein, warte mal, Fenster. Also dieses Fenster ist ja wie überall Fenster, aber was ich jetzt schon festgestellt habe, bei manchen wird es immer sehr betont, dass man hier Rollos runter machen kann und Fliegegitter dran ist. Also ich finde, das sollte eigentlich überall sein. Selbstverständlich ist sowas für mich. Bei Hochwertigen ist es auch überall. Ich habe jetzt auch schon andere gesehen, da wurde das immer extra betont, dass da sowas dran ist. Ja, aber das war ja dann genauso wie jetzt hier mit Schränken. Unsere Schränke finde ich sogar super. Die sind nämlich sehr groß und sie haben überall eine Rüttelkante. Das ist sehr praktisch. Ganz toll finden wir das. Ja, und dann kommen wir mal jetzt zu unserer Kühlschrank-Gefriere-Backofen-Kombination. Super, gefällt uns wunderbar. Können wir gut gebrauchen alles. Backofen funktioniert ja auch. Wir haben da auch schon einiges drin gemacht. Klasse. Unser Kühlschrank ist groß. Und was wir jetzt haben, wir haben hier unten
noch ein wunderbarer Auszugsschrank. Da habe ich jetzt halt unsere Vorräte drin. Super klasse. Und was ein Highlight natürlich für die Helle immer ist, das ist unser Zusatzschrank, wenn man den aufmacht. Also der hat Licht und da haben wir alles Mögliche drin. Und das kann natürlich jeder auch individuell einräumen. Für uns ist es jetzt auch noch eine Vergrößerung für die Küche, weil eben auch ein paar Küchensachen drin sind. Eins ist mir wichtig, dass ich eigentlich einen Kompressorkühlschrank haben wollte. Ich habe jetzt so viel Gutes gehört von Kompressorkühlschränken und die Firma Tomedic bietet jetzt einen Kompressorkühlschrank an und das ist eigentlich eine Sache, die ich einen Absorber bevorzuge. Ja, okay, dazu kann ich jetzt so nichts sagen. Der Kompressor hat einfach den Vorteil, er verbraucht wohl sehr wenig Strom und hält trotzdem die Temperatur sehr konstant, was bei sehr heißen Temperaturen der Absorber nicht tut und außerdem ist er an Gas gebunden und vom Gas wollten wir uns ein bisschen frei machen. Bei Strom haben wir eigentlich mehr als Gas. Ja, aber was wir ja machen, schalten meistens dann während der Fahrt auf Batterie um. Ja. Also unser Kühlschrank ist ja ein Automatikkühlschrank, den kann man umschalten auf Batterie und deshalb haben wir hier auch verschiedene Aufkleber. Der ist dran, wenn er auf Gas steht. Und sobald wir den umstellen, dann nehmen wir mal hier die rote Hand, dann steht er auf Strom. Und damit wir das eben immer gleich sehen, wie der Kühlschrank gestellt ist, haben wir uns das einfach als Gedankenhilfe genommen, weil wenn der Kühlschrank halt eine Weile in der prallen Sonne steht, dann wird es schon etwas warm und dann schafft es der die Batterie dann doch nicht mehr. Hinzu kommt, dass wenn wir vergessen, über Nacht den an der Batterie versehentlich hängen zu lassen, dann ist am nächsten Tag die Bordbatterie leer. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir dann rechtzeitig wieder ans Gas dranhängen. Ja. Was im Heli auch immer ganz wichtig ist, wenn wir andere Fahrzeuge besichtigen, das ist diese Zwischentür. Zwischen Küche und Bad bzw. Schlafbereich. Unsere Türe geht in diese Richtung auf und sie geht in diese Richtung auf. Und sagt jetzt nicht, für was braucht man sowas? Also wir leben jetzt seit 5 Jahren mit diesem Fahrzeug. Fast 5 Jahre. Und im Prinzip benutzen wir diese Türe täglich beidseitig. Ja, eigentlich ja. Also, denn gerade wenn wir, hauptsächlich ist es eigentlich, wenn man unter der Dusche rauskommt und ich weiß nicht warum oder weshalb und wieso, aber wir machen sie öfters auch so auf. Ja, es ist ganz einfach, wenn man drinnen steht und man muss die Tür nach innen aufmachen, muss man sich immer irgendwo hin zurück verkrümeln, ja, damit man die Tür wieder zumachen kann, damit man sie ins Bad, in die WC-Tür einhängt und so macht man es einfach in die andere Richtung auf. Also, es hat durchaus Sinn und wir haben ja schon etliche Fahrzeuge vorgestellt. Es wird von vielen Herstellern nicht mehr angeboten. Mhm. Ja? Auch was mir bei der Firma Concord überhaupt nicht gefallen hat, das ist, dass die auch so ein Türsystem nicht haben und die Firma Hümer baut das auch nicht mehr. Okay. Und das ist das letzte Fahrzeug, was so eine Tür drinnen hat. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch schon gesehen, dass es gibt, glaube ich, auch noch Modelle, wo die Tür aufgeht, aber die stoßen dann hier an. Ja, und das ist bei uns nicht der Fall. Also perfekt. Also, weiter geht's. Ihr seht, ich stehe jetzt schon in unserem Badezimmer. Also, und hier diese Tür, einwandfrei. Was wir ja nicht hatten, das war hier auch, dass es zugemacht wird. Da haben wir uns ja jetzt einfach mit dem Vorhang beholfen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde den total praktisch. Und es muss auch irgendwas da sein. Denn gerade wenn man auf die Toilette geht, und das hier ist ja schon ein bisschen sehr, sehr schmal, sehr eng. Und
wir machen die Tür eigentlich dann nicht zu. Wir lassen die hier offen, also nur so. Wenn wir sind, gehst du mal. Die wird so praktisch zugemacht. Und wenn jetzt ja hier nichts ist, dann kann überall irgendjemand, könnte reinschauen. Oder ja, also ich fühle mich da einfach dann nicht wohl, wenn da nichts ist. Oder es ist ja auch abends im Bett, wenn man im Bett ist, nachts, einer muss auf Toilette gehen und hier ist es total offen. Entweder man quetscht sich dann hier rein oder ja, man quetscht sich eben nicht rein. Und deshalb finde mir diese Lösung ganz toll. Wir haben es jetzt auch schon in andere Fahrzeuge gesehen, die einen Vorhang haben. Allerdings, da sparen sie und die machen dann eventuell nur halb hoch. Ganz runter. Praktisch halb hoch. Ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es gibt dann auch Fahrzeuge, die haben Türen drinnen, was ja das Normale ist, gerade bei einem hochwertigen Fahrzeug, was wir auch vermissen hier. Ja. Allerdings gibt es auch Türsysteme, die muss man von beiden Seiten zumachen. Das heißt, auf jeder Seite ist eine halbe Tür und das ist natürlich dann auch äußerst umständlich. Ja? Ja, zumal, was wir schon gesehen haben, werden die Türen dann wie mit so einem Druckknopf irgendwie befestigt und das klappert ja auch. Und wenn einer nachts auf Toilette geht und muss dann erstmal diese Druckknöpfe lösen und zumachen. Und zwei Türen zumachen. Zwei Türen zumachen. Ist auch nichts für uns. Also ist nicht, wollen wir nicht. Also jetzt sind wir ja hier schon im Bad. Toilette haben wir ja schon gezeigt, was ich jetzt natürlich auch wieder toll finde. Wir haben Oberlicht. Und das ist natürlich toll. Mit Fliegegitter und natürlich totale Verdunkelung. Das kann man dann also wunderbar machen. Jetzt ist es draußen sehr heiß, die Sonne, obwohl jetzt ist sie wieder weg, aber vorhin war volle Pulle Sonne drauf. Da habe ich einfach ein bisschen eine Rollo vor. Keine Hitze kommt rein. Super. Was bei uns etwas eng ist, das ist das Klo. Und das muss man sagen, also natürlich ist es auch dem Schrank geschuldet und auch der Fahrzeugbreite, denn das Fahrzeug ist 2,22 Meter breit. Und etwas eng ist die Toilette. Man kann sich also hier schon reinzwängen und selbst wenn man so stabil ist wie ich, geht es ganz gut. Aber ihr seht schon, der Platz ist ausgefüllt und hier kann ich mich jetzt nur wiederholen. Umso größer das Bedürfnis, umso breiter wird dann der Raum. Allerdings nutzen wir den so nur, wenn unsere Enkel ja mal mitfahren. Denn die Enkel, die sind hinten, schauen Fernsehen und ich kenne die genau, dass die immer im unpassenden Moment nach vorne kommen. Und da bin ich dann lieber mit einer geschlossenen Tür, falls ich mal auf die Toilette gehen muss. Dann zu unserem Schrank, den die Ossi ja gerade gezeigt hat. Da gibt es auch eine Klappe und zwar kommt man an den Schrank auch vom Badezimmer aus, was ich regelmäßig auch in Anspruch nehme oder benutze. Erweitert einfach die Badezimmermöbel. Ist ein Gimmick, was ich heute bei der Firma Hümer nicht mehr sehe, was aber bei uns noch verbaut ist. Was natürlich auch schön ist hier bei unserem Fahrzeug, das ist die Dusche. Und was mir halt besonders gut gefällt in unserer Dusche, das ist, dass wir ein Oberlicht haben. Das finde ich ganz praktisch, weil da ja gleich dann diese Feuchtigkeit, die kann da wunderbar gleich abziehen. Und das ist einfach optimal. Ja, also ich habe das immer beim Duschen auf und da laufen mir überhaupt keine Spiegel, nichts an, weil die Feuchtigkeit immer gleich nach außen zieht, auch im Winter. Und es wird dann deswegen nicht kalt in der Dusche. Licht haben wir ja deswegen trotzdem. Seht ihr? Geht gut. Und natürlich genügend Ablagefläche. Und ja, und dann unten, ganz unter auf dem Boden, haben wir ja auch diesen Holzbelag, wo ich am Anfang nicht wusste, für was das eigentlich gut sein sollte. Aber in der Zwischenzeit habe ich gedacht, so übel ist er gar nicht, denn eben wir stellen da jetzt halt meistens unser Filmequipment rein und dann ist es nicht so auf der Dusche, direkt auf der Dusche drauf, so ist die etwas geschützt und wird so nicht verkratzt. Natürlich im Schlafzimmer und ihr seht,
Ich habe hier Platz, und aber der Helle hat hier genauso viel Platz. Er hat sich noch nie den Kopf da oben angestoßen. Wir haben hier einen zweiten Fernseher. Da wurden wir natürlich schon von einigen ausgelacht, weil wir zwei Fernseher haben. Aber so ganz unpraktisch ist es nicht. Erstens mal, wenn unsere Enkel dabei sind, die freuen sich natürlich immer, wenn hier noch ein zweiter Fernseher ist. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn auch schon öfters benutzt, gerade wenn Helle vorne irgendwie vielleicht mal Fußball anschaut, dann kann ich hinten in aller Ruhe meine Krimis anschauen. Also so schlecht ist er nicht. Und ja, wir möchten den eigentlich auch nicht mehr missen. Aber was mir ja natürlich gut findet, das sind hier unsere großen Schränke. Sehr großer Schrank, und wenn man das sieht, da passt Unmenge von Klamotten rein. Also das ist jetzt meine Seite. Dann haben wir hier auch noch ein offenes Fach, eben, wo man da denn, wo ich Bücher drin habe und all solche Sachen. Und hier auch noch Schrank mit Unterwäsche und Socken und so. Alles große Schränke, weil der geht bis danach, also bis nach, ganz nach hinten. Ja, Lichter haben wir natürlich hier auch alle. Ich bin hier. Aua. So. Na. Hä? Jetzt? Seht ihr? Also alles da. Kein Problem. Jetzt. Und was auch sehr schön ist, das ist natürlich hier, wir haben eine wunderbare Ablagefläche. Eben hier steht halt der Wecker, aber hier USB-Anschluss, normale Steckdose. Und Lichtschalter für so eine Notbeleuchtung, die da unter auf dem Boden ist, dass man nachts die Toilette findet. Also echt praktisch. Ja, da ist alles Mögliche für Krimskrams drin. Und hier diese Seite ist in helles Klamotten und eben hier Unterwäsche. Und hier ist das, was wir beide brauchen, wo man aber nicht so viel braucht. Also alles perfekt. Und ja, unsere Schränke unterm Bett. Gehst du ein bisschen zurück? Sonst kann ich da nämlich nicht hin. Machen wir den mal etwas hoch, dann kann man das besser zeigen. Beidseitig ein Schrank. Mit Licht, kein Problem. Diese Seite kann man auch von oben noch bedienen, was ich natürlich nie mache. Also, und da ist Platz. Platz en masse ist da drin, kein Problem. Hier genau das gleiche, der ist etwas kleiner, aber auch mit Licht. Das ist mein sogenannter Hauswirtschaftsraum. Braucht man ja auch, oder? Oder wo macht ihr eure Tempos und Toilettenpapier und so Zeug hin? Also und Küchenrolle. Also ich habe das alles hier drin und mein Handstaubsauger. So, und was ich jetzt aber ganz toll finde, ein Stückchen runter, weiß nicht, sieht man das jetzt so? In dieser Stufe, kommst du mal näher ran? Da habe ich einen Wäschesack. Und Leute, der ist genial. Den möchte ich nicht mehr missen. Der ist echt super. Und das habe ich eigentlich jetzt noch da schon überhaupt noch nie in irgendeinem Fahrzeug gesehen. Entweder habe ich das immer übersehen oder ich habe es halt einfach nicht gesehen. Ja, weiter geht's. Also hier in der Stufe ist ja auch noch ein Fach. Da ist jetzt aber nicht viel drin, nur Schuhe. Und hier auch Bodefach. Da haben wir unsere Wasservorräte, also Trinkwasser. Ihr seht, das ist jetzt alles noch Wasser aus Spanien. Da haben wir uns noch eingedenkt. Das ist jetzt also unser Kaffeewasser und Trinkwasser, weil wir trinken kein Wasser aus unserem Wassertank. So, ihr Lieben, jetzt habe ich so viel gequasselt. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Also das Fahrzeug hat natürlich noch viel mehr Fächer, aber wir wollen euch ja jetzt hier nicht alle Fächer zeigen. Ich glaube, das haben wir in der Roomtour, haben wir da sowieso schon vieles gezeigt. Ich meine, wir haben ja auch hier noch ein Hubbett und alles, aber das war jetzt nicht das, was wir euch jetzt nochmal zeigen wollten. Wir verlinken die Roomtour, dann könnt ihr es ja euch nochmal anschauen. Ja. Wir wollten euch jetzt nur Eigentlich die, sagen, was wir als Vor- oder Nachteil von nachteilsehend. unserem Fahrzeug sehen.
Wir haben ja schon mehrere Fahrzeuge auch vorgestellt und wir wurden dann manchmal so kritisiert, weil wir dann irgendetwas gesagt haben, was wir nicht praktisch finden. Wir gehen halt immer von uns aus, nach von unserer Empfindung und von daher ist halt dann vielleicht das eine andere, kam dann bei manch einem nicht so gut an. Ja, also wir sagen halt unsere Meinung. Ja. Und wenn jemand sagt, unterm Kühlschrank eine Schublade ist unpraktisch, wo man die Vorräte reintun kann, man hat lieber oben drüber ein Regal, dann ist es okay, wer das so will. Ja. Wir finden auf jeden Fall eine Schublade unterm Kühlschrank besser. Und Ja. wenn man sich nicht ganz am Boden bucken muss, dann finden wir das besser, wenn der Kühlschrank ein bisschen erhöht ist, weil man leichter nach unten greift. Aber wer sich lieber ganz tief bückt, der sollte es dann gerne machen. Ja. Wir sagen nur unsere Meinung und da braucht sich niemand ärgern. Wir wollen auch niemanden ärgern, ja? Nein, Wir ganz und entscheiden gar uns auch nicht. nach unseren Bedürfnissen und nicht nach den anderen. Und jetzt habt ihr alle für und wider gehört zu unserem Fahrzeug und jetzt könnt ihr dann mal selber überlegen, wie würdet ihr das hier entscheiden. Es kommen noch zwei Kriterien dazu. Also für ganz wesentlich ist natürlich eins. Es sind manche Dinge wie in vielen Freizeitfahrzeugen sehr lummelig verbaut. Das ist schon etwas, was mich stört. Auf der anderen Seite, und das war jetzt das Ausschlaggebende eigentlich für unsere Entscheidung, wir waren in Spanien und haben ja da eigentlich auch schon die Ansage gemacht. Zu unserer Fahrzeuggröße. Ihr wisst ja, wir haben uns auch schon mal Morello angeschaut, weil ich habe da schon ein bisschen geliebäugelt, aber ich komme da nicht mehr so ganz liebäugeln zurück aus Spanien. Denn ich muss sagen, also umso größer das Fahrzeug ist, umso weniger Abenteuer bringt es schon mit sich. Wir haben ja, wenn ihr unsere Videos anschaut, schon ein paar kritische Stellen gehabt und vieles wäre beschwerlicher oder gar nicht möglich gewesen mit einem höheren oder auch breiteren Wohnmobil. Ja, Ja, ein, länger, höher, breiter. ja. Also da hätte man schon Probleme gehabt an manche Stelle, ja. Wir waren auch auf Campingplätzen gestanden, wo dann unserer sogar schon vorne etwas rausgeragt hat. Also der ist 7,50 Meter, der Gustl. Und er hat vorne schon ein bisschen rausgeschaut. Also mit 8 Meter wäre ich schon gar nicht mehr gewesen, weil dann hätten wir die Straße blockiert. Also ich sage mal, für ein Reisemobil sind 7,50 Meter schon eine gut tragbare Weite. Etwas weiter, da kriegt man dann schon unter Umständen Einschränkungen Könnt mit. ihr euch erinnern, das habe ich von Anfang an gesagt, so wie wir reisen möchten, ist unser Gustl groß genug. Fast schon ein bisschen zu groß, aber nur fast. So groß ist es nicht. Nein, also er ist für uns optimal. Und nachdem könnt ihr euch vorstellen, was wir für Entscheidungen getroffen haben und was wir unterschrieben haben. Das ist nicht der Kauf eines neuen Fahrzeugs, sondern die Aufwertung unseres Fahrzeuges. Wir haben jetzt als erstes nämlich eine Luftfederung uns einbauen lassen. Wir haben die Stoßdämpfer ausgetauscht, weil unser Fahrzeug hat jetzt 76.000 Kilometer. Wir haben die Frontfedern verstärken lassen. Das war jetzt nicht ganz billig, weil unser Fahrzeug ein Eikofahrgestell hat und da ist die Luftfederung etwas teurer als bei Blattfedern. Aber wir haben uns das jetzt gegönnt, um den Fahrkomfort zu erhöhen, denn wir wollen die nächsten 5, 6 Jahre dieses Fahrzeug weiterfahren. Ja, wir werden uns kein neues Fahrzeug Nein, kaufen. es Wir ist von haben den. uns so viele Fahrzeuge angeschaut. Ich müsste so viele Kompromisse machen. Alles Sachen, die mir lieb geworden sind hier in dem Fahrzeug. Ich finde, unser Fahrzeug ist einfach für uns ist es einfach perfekt. Wir waren in Spanien, wir kommen überall noch hin und die Größe ist in Ordnung und die Leistung, die er bringen kann, ist in Ordnung. Es macht für mich gar keinen Sinn, jetzt ein neues Fahrzeug zu Was kaufen. uns ein paar Mal eingeschränkt hat, das ist der lange Radstand, der natürlich einen großen Vorteil hat. Aber er hat uns eingeschränkt. Aber durch die Luftfederung kann ich auch das Niveau des Fahrzeugs etwas anheben. Also eher so als so, ja. Und dadurch ist auch der Radstand etwas verbessert. Und dann vor allen Dingen der Fahrkomfort ist verbessert. Also wir haben lange und viel diskutiert und teilweise haben euch ja bei den Diskussionen sogar dabei gehabt, ja. Und wir waren uns jetzt dann nach dem Spanienurlaub eindeutig sicher, der Gustl passt zu uns und der bleibt auch bei uns. Hinzu kommt natürlich noch eins, wir haben so viele sinnvolle Einbauten machen lassen. Ich werde auch demnächst nochmal einen Erfahrungsbericht zum Gastank machen, den wir drinnen haben und von dem wir nach wie vor begeistert sind, der aber auch ein paar Einschränkungen mit sich bringt oder ein paar
Dinge, die man beachten muss, wie zum Beispiel Filterwechsel und so weiter. Das haben wir jetzt auch machen lassen. Es gibt ja Paraffin in dem Gas, das in dem LPG. Dazu werde ich was sagen. Wir haben die Solaranlage auf 500 Watt aufrüsten lassen, was sehr sinnvoll ist. Wir haben eine 180 AH Lithium-Batterie, die wir sehr nutzen. Wir haben mittlerweile einen Fantastic Fan eingebaut, den wir immer wieder mal nutzen. Ja. Und jetzt mittlerweile schon verbaut ist unsere neue Luftfederung, mit der wir allerdings jetzt erst 60 Kilometer gefahren sind. Denn so weit ist es nämlich bis hierher, wo wir gerade stehen, aber die wir in Zukunft wieder ausgiebig nutzen werden. Ja, vermutlich schon, ja. Ja. Und als nächstes haben wir schon einen Termin für die Wohnmobilversiegelung vereinbart. Ja. Das kommt dann auch Mitte Mai, werden wir natürlich auch alles im Video festhalten. Ja, klar, mit der Versiegelung, die können wir nicht früher machen. Wir hätten ja schon längst einen Termin gehabt, aber leider kam uns ja der Crash dazwischen. Und Anfang Mai bekommen wir erst eine neue Haube. Und danach wird dann die Versiegelung gemacht. Ja. Ja. Und dann sieht unser Kuschel ja wieder aus wie neu. Ja, also er kommt nicht auf den Gebrauchtwagenmarkt. Er bleibt bei uns. Nein, also das täte mir jetzt wirklich in der Seele weh. Ich wüsste, es gibt für mich jetzt keinen Grund, weshalb wir den hergeben sollten. Also ich habe schöne Fahrzeuge gesehen, aber ich muss sagen, die Einschränkungen, wir haben sie ja in den Videos gebracht, gerade auch von Morello. Ich habe wunderschöne Morello gesehen, Concordis und so eine Marke, die mir sehr gut gefallen hat. Aber sie sind alle sehr hoch. Sie verbrauchen einen Haufen Diesel. Mhm. Sie haben sehr schöne Grundrisse. Die sind sehr, sehr, sehr hochwertig gebaut. Viel hochwertiger als unser Gustl. Und Liner ist einfach noch eine andere Hausnummer als ein Integrierter. Aber der Integrierte hat auch seine Vorteile. Unsere Entscheidung ist abgestimmt und ich war ja derjenige, der ein bisschen Richtung größer tendiert hat. Ich bin nicht befehlsmäßig da zurückgegangen, sondern das war Überzeugungsarbeit, die die Ursi erfolgreich geleistet hat. Nein, aber du hast doch selber gesehen, als wir jetzt in Spanien waren ja, und wir möchten ja auch noch viel mehr auf Reisen gehen und diese schmalen, engen Orte. Wir fahren nicht nur auf der Autobahn von A nach B, sondern wir möchten einfach ein bisschen flexibel sein und da ist diese Größe groß genug. Unser Gustl ist nicht perfekt, nein, aber er ist ein tolles Fahrzeug, ein tolles Wohnmobil und wenn wir uns beklagt haben, dann haben wir uns auf sehr hohem Niveau beklagt, denn es ist wirklich schon ein Traum, den wir uns realisiert haben. Ja. Und bleiben wir mal am Boden, ja. Morello hat auch seine Vorteile, aber er ist für unsere Fahrten ist er einfach weniger geeignet, weil die Größe perfekt ist für unseren Gustl. Ja. Kleiner möchte ich nicht haben. Nein. Aber 7 Meter und die 3 Meter Höhe schätze ich auch oftmals. Ja, ich bin schon ab und an auch mal bei Tunnels ausgestiegen und bin vorausgelaufen, weil wir uns nicht hundertprozentig sicher waren. Wilhelmshaven an der Kaiser-Wilhelm-Brücke. Ja, ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich glaube, in Spanien bin ich auch mal bei irgendwo vorbei durchgelaufen und habe immer geschaut, passen wir noch durch, aber es ging immer sehr gut. Ja, wir haben uns auch viele Fahrzeuge mit der Überlegung angeschaut, wäre das eine Alternative. Aber es war immer etwas, was uns gestört hat. Und wenn es nur der Fernseher war in der Rücksitzbank oder in der Seitenbank, den man nicht rüber und über drehen kann, denn wir schauen nicht viel Fernsehen. Nein, aber wann dann will das richtig machen? Ja, aber wenn, dann wollen wir frei sein, wo wir sitzen. Und wie gesagt, ich kann sogar von der Dusche aus Fernsehen schauen. Ja. Also, es ist halt, ich finde es einfach genial. Ja. So, und mit den kleinen Späßle wollen wir jetzt schließen. Ja. Jetzt schreibt uns mal rein, wie ihr die Entscheidung findet und was ihr daran gut und was ihr daran nicht so gut findet. Wir freuen uns auf eure Kommentare dazu, aber unser Gustl bleibt und durch die eingebaute Luftfederung können wir jetzt uns so nicht mehr weggeben, denn das kriegen wir ja nicht mehr bezahlt. Nein, natürlich nicht. Aber ich mache ein Video drüber, dann nenne ich den Preis dazu und zeige auch, wie das eingebaut wurde und was das für Vorteile oder Nachteile hat. Das sagen wir dann alles in dem Video. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mit unserer
Entscheidung einverstanden seid, gebt uns einen Daumen hoch. Ihr könnt uns auch einen Daumen geben, wenn ihr nicht einverstanden seid. Wenn ihr nicht einverstanden seid, dann gebt uns auch einen Daumen hoch. Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall die nächsten 5 Jahre euch auch so Küstel weiter begrüßen. Ja, also ich will jetzt da keine Jahreszahl nennen. Man weiß ja nie, was alles noch kommt. Aber auf jeden Fall, so schnell geben wir ihn nicht her. Ja. Also, das war's. Ciao. Tschüss.